Servus Leute, heute zu meiner neuen Tour auf die Zugspitze, meiner vierten Tour in Folge und auch gleichzeitig der kompaktesten Tour, und zwar die Tour durch das Höllental auf die Zugspitze. So, auf geht's, 5.20 Uhr wieder am Wanderparkplatz in Hammersbach. An der kleinen Kapelle geht es rechts rein. So Leute, nach 40 Minuten sind wir am Eingang der Höllentalklamm. Ihr seht es an der Früh, schon viel Betrieb. So, jetzt geht's rein in die Klamm, Freunde. Ich habe heute mal meinen Poncho übergezogen, weil in der Früh möchte ich noch nicht durchgenässt werden und hier drin ist immer recht feucht. Also auf geht's. So, nach 20 Minuten verlassen wir die Klamm und jetzt geht es direkt weiter zur Höllental-Angerhütte. Vielleicht noch knappe Stunde, ich weiß es nicht genau. Ja, den Poncho, den hatte ich heute mal zum Testen an. Der fliegt gleich in Müll. Ja, da hätte ich auch mit T-Shirt normal durchgehen können. Da wäre ich genauso nass. Gut, okay. Nach einer Stunde und 40 erreiche ich jetzt hier die Höllental-Angerhütte. Ja, da trinke ich bloß einen Schluck und mache gleich weiter. Nach der Höllental-Angerhütte queren wir das Tal jetzt hier auf die rechte Seite und orientieren uns in diese Richtung zum Brett der ersten Schlüsselstelle. Ja, hier noch ein kleiner Tipp. Solltest du zur Höllental-Angerhütte 2,5 Stunden oder länger gebraucht haben und dich dann noch ziemlich erschöpft fühlen, solltest du die Tour an dieser Stelle abbrechen, weil die Strapazen kommen jetzt erst noch. Viele nutzen auch die Hütte zur Übernachtung, um die Tour zu entschärfen. Aber auch dann stellt sich vielleicht schon die Frage, wenn du die Höllentaltour durch diese Hütte entschärfen musst aus konditionellen Gründen, ob du dann überhaupt bereit bist für eine derartige Tour, die natürlich nicht für Anfänger geeignet ist. Sicherlich gibt es noch andere berechtigte Beweggründe, da zu übernachten. Aber wie gesagt, ist bloß mal so ein Gedanke, dass man da auch schon mal drüber nachdenkt. Ja, hier lege ich jetzt meine Ausrüstung mal an. Ihr seht es, einmal Helm sowieso, jetzt wird Steinschlag gefährdet. Und da vorne beginnt dann schon die Klettersteigkraxelei. Dann kommt gleich das Brett. So, genau unter der Wand ist die Anseilstelle spätestens. Ja, und dann starten wir mal mit der Kraxelei hier hoch. A, B. Ja, Leitern werden ja immer gern als C eingestuft, aber mehr wie B ist es nicht. Ja, weiter geht's zum Brett. Ja Leute, ihr seht es, ich habe mich jetzt noch nicht eingehangen mit meinem Klettersteigset. Das ist bisher T3, abwechselnd Klettersteig AB. Und vielleicht ein, zwei Passagen im unteren Einser. Und das war's dann auch schon. Ha, jetzt kommt das Brett. Gut. Ja, das ist es schon. Das berüchtigte, gefürchtete Brett, die erste Schlüsselstelle. Wer hier mit seiner Schwindel- und Trittsicherheit an seine Grenzen kommt, sollte dringend umkehren.
Das Gelände wird technisch nicht einfacher, Leute. So, jetzt klinke ich mich mal ein und dann hüpfen wir mal hier drüber. Ja, und dann war's das schon. So, jetzt geht es hier noch leichte Kraxelei hoch und dann sind wir auf dem grünen Buckel. Okay. Ja, jetzt sind wir hier nochmal das Schotterkar hochgekommen und jetzt geht es da nochmal in diese kleine Rinne da hoch und dann sollten wir auf den grünen Buckel sein. Ja, Freunde, die Rinne jetzt hier hoch ist maximal eine 1+, aber durch das Speckige ist sie nicht ganz ungefährlich. So, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Jetzt sind wir auf dem sogenannten grünen Buckel. So, der Weg hier über die Kuppel, eine Mischung aus T2 und leichten T3 Gelände. Keine Kraxelei dabei. Ja, und wir haben schon mal einen coolen Rückblick. Da seht ihr noch den kleinen Waxenstein. Wir sind jetzt über 2000 Meter. Ich denke, wenn wir über diesen Schotterbuckel drüber sind, werden wir in den Höllental Ferma reinschauen. Wie gesagt, vor uns der Höllental Ferma oder die Reste davon. So. Jetzt befinde ich mich bereits auf dem Höllental Ferma. Ihr seht es schon, alles komplett ausgearbeitet hier. Ich werde natürlich auch nicht über dieses Eisbrett, sondern werde genauso wie die Bergfreunde da rechts ein bisschen drumherum gehen. Und da oben werde ich dann meine Steigeisen anziehen. Eigentlich hatte ich ja dieses Jahr nicht mehr vor, Gletscher zu gehen, Hochtour zu machen. Aber ja, wenn du durchs Höllental auf die Zugspitze steigst, kommst du nicht drumherum. Den Höllental Ferma musst du. Beide Hände anzeigen und dann. Jetzt haben wir die Randkluft erreicht. Da sucht euch je nach Schneelage eine der beiden Varianten hier aus. Heute ist die obere gut. Ja, und dann geht es schon in den Klettersteig. Das erste Stück hier ist als C eventuell zu bewerten. Und ja. Ja, noch ein paar Worte zu dem Gletscher. Ich habe da heute alles gesehen, ohne Steighilfen, mit Krödel, mit Steigeisen. Ja, das musst du natürlich entscheiden, je nach Qualität. Heute wäre es durchaus Trittschnee gewesen, also man hätte auch durchaus komplett ohne Steighilfen gehen können. Die Ausrutschgefahr ist natürlich dementsprechend höher. Krödel halte ich persönlich für nicht so vorteilhaft, weil wenn die Schneeeinlage etwas höher ist, ist die Wirkung nicht mehr so gut und die Krödel neigen zum Verklumpen. Also ich steige dann eigentlich immer gleich so wie heute auch auf Steigeisen um. Pickel, ja, aus technischen Gründen brauchst du hier keins mitnehmen. Ich habe meinen G-Pickel dabei gehabt, weil es sich einfach schöner bergseitig mit einem Pickel läuft. Aber das war, wie gesagt, auch schon eigentlich nur eine Komfortentscheidung. So, jetzt nehme ich euch auf den Helm mit, weil jetzt geht es über die Randkluft und ins Steiggelände. Jo, der Einstieg ist schon ein C. Das Stück hier hoch
ganz klar C. Ja, jetzt geht es hier rüber weiter. Das Seil ist fast ein bisschen unangenehm. Ja, da war mal einer. Die erste Klettersteigpassage C ist geschafft. Da der nächste Ansturm über den Gletscher. Jetzt haben wir hier ein bisschen Gehgelände T3, T4, eher T3 und dann geht es da weiter in die nächsten Kraxeleinlagen. So, der nächste Kletterabschnitt AB. Entspanntes Gelände. Ja, sportlich. Eine etwas luftige, ausgebrochene Querung. Jetzt hier rüber. Ja, da gehe ich auch wieder an mein Seil, mein Klettersteigset. Wir haben einen Blick zurück. Ihr seht, dieser Steig will erklettert sein. Ja, er ist auch relativ lang und immer mal wieder straffe B, leichte C-Stellen dabei. Wir haben jetzt noch, wir sind bei 2650, das heißt, wir haben noch gute 300 Höhenmeter und eigentlich noch alles Steiggelände. So, jetzt der Überstieg auf diese Seite und da hoch. Schade, ist jetzt hier komplett voller Nebel, Leute, weil man hätte von hier aus bestimmt schon eine tolle Aussicht nach Greinau, Garmisch. So, die letzten 100 Höhenmeter kommen. Wir werden bald die Querung vom Jubiläumsgrat erreichen. So, an dem Schild hier ist der Abzweig zum Jubi. Jawohl, genau. Hier geht es runter zum Jubiläumsgrat. Und wir gehen da jetzt noch das Stück zum Gipfel hoch, den wir leider nicht sehen, das ist im Nebel. Das ist wirklich schade. Immer noch besser wie Nieselregen. Auch der war für heute angesagt. Vom Wetter her war jetzt alles dabei. Außer Regen. Sehr geil und merci fürs Aufverlassen. Jo, Zugspitze wieder erreicht, diesmal via Höllental. Ja, auch eine geschmeidige Tour. Tja, dann hier zu meinem zusammenfassenden Bericht über diese Tour. Die Tour durchs Höllental auf die Zugspitze. Für mich auf jeden Fall die kompakteste und coolste Art und Weise, die Zugspitze zu besteigen. Aber auf gar keinen Fall Anfänger geeignet. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Tour teilweise in Beschreibung so abgewertet wird oder so vereinfacht dargestellt wird. Es ist wirklich eine komplexe und schwere Bergtour. Zu den Fakten. Wir haben ein bisschen über 10 Kilometer, wir haben 2200 Höhenmeter
zu bewältigen und eine Tourenzeit von 8 Stunden circa einzuplanen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, kommt darauf an, wie ihr konditionell drauf seid oder wie die Wetterverhältnisse sind. Komplex ist die Tour, weil ihr zum einen Bergwanderung habt, normales Wandergelände. Ihr habt dann aber auch Gletscherkontakt. Das ist nicht der größte Gletscher, der Höllentalferner, aber es ist eben ein Gletscher mit all seinen Risiken. Und wir haben Kletterstellen, die bis Klettersteig C hineingehen. Und wir haben auch in den ungesicherten Passagen leichte Kraxeleien, die den unteren ersten Schwierigkeitsgrad streifen. So komplex wie diese Tour ist, muss auch deine Ausrüstung sein, ganz klar. Du musst natürlich eine Gletscherausrüstung dabei haben. Und du musst auch eine Klettersteigausrüstung dabei haben. Von daher ist diese Tour und auch gerade im Klettergelände absturzgefährdet, ausgesetzt teilweise. Und wie gesagt, sie ist komplex. Und wenn da Leute in Turnschuhen hochrennen, ehrlich, ich habe kein Verständnis für sowas. Das Risiko ist zu hoch. Bereitet euch auf diese Tour vor. Oder wenn ihr eben noch nicht ganz so fit seid, bitte nehmt euch einen Bergführer mit. Es gibt wirklich eine Reihe guter Bergführer im Berg des Garmischer Umland und die führen euch sicher und auf die Zugspitze und dann wird das Ganze ein tolles Erlebnis. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese letzte dieser Standardtouren jetzt mal zu gehen. Ich hatte sie auch schon lange auf meinem Wunschzettel und ja, war ein tolles Erlebnis. Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, aber man kann nicht alles haben. In dem Sinne, Freunde, ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Tour. Habe die Ehre.